Willkommen am einzigen Ort der naturwissenschaftlichen Wahrheiten in der Welt, in einer Welt der totalen Irrtümer. Ja, die wissenschaftlichen Tagesthemen heute, Thema Bildungsmangel, kommen wir nachher zu. Wir beginnen erstmal mit dem Hinweis, hier googeln, News und Talks, dann kommt hier News und Talks für Gebildete, dann an der vierten Stelle ab eine hier diese Sendung, Termin 12, Fehlanreize im System. Das Wichtigste, was die sachlichste Analyse der Irrtümer bei Corona, aber auch das Aufzeigen, das sachliche Aufzeigen der Denkfehler bei der Systemanalyse, also die sachliche Analyse der Fehler des Systems, ohne verschwörungstheoretische Irrtümer dann einzugehen, ja, nähert sich so den 60.000 Klicks und wir beginnen aber, nachdem wir mal kurz das Tagesbild zurechtgerückt haben, lassen wir es lieber so, so vielleicht. Danger soll schon gut zu sehen sein. Also, wir beginnen mit den Kommentaren, weil ich glaube, das ist immer für die Leute das Spannendste. Deswegen geben wir bei Google ein Weltrat der Weisen Forum. Dann kann man hier Forum, klickt man drauf und dann kommt man auf die Kommentare aus Internetdiskussionen zu Next Scientist for Future, dann klickt man das an und so weiter. Und dann beginnen wir mit neueren Kommentaren. Das ist ein ganz neuer Kommentar. Ja, so, das geht ja nicht so, wie ich will. Ja, wenn die Ärzte tatsächlich mal Geld für die Gesundheit bekommen würden, würden sie sich vielleicht auch endlich mal für die Gesundheit interessieren. Sehr schönes Konzept, aber nicht umsetzbar. Wieso nicht umsetzbar? Ja, wieso? Jetzt kommt die Aussage, die Pharma ist viel zu mächtig. Hier ist wieder so das Aufbauen eines Dämons. Ja, diesen Dämon gibt es nicht. Das sind ganz normale Menschen, die gute Absichten haben, aber sich total irren. Sie leben in vorteilbringenden Irrtümern wie, Menschen sind eigentlich immer krank, von Natur aus total anfällig. Und sie können eigentlich nur durch unsere Medikamente und Impfungen und Tests und so weiter überleben. Ja, der Mensch ist eigentlich gar nicht lebensfähig. Also das sind Irrtümer, da fehlt das evolutionsbiologische Verständnis, dass die Menschen in den letzten, also alle menschenähnlichen Lebewesen in den letzten 13,8 Millionen Jahren der Evolution wunderbar überlebt haben, ohne jegliche Pharmaindustrie und Medizinindustrie und so weiter. Ja? Und die haben total gesund überlebt. Und das können sich natürlich, das gehört zu den Irrtümern, zu dem Bildungsmangel von Pharmaindustrie und Medizinindustrie, dass sie sich das nicht vorstellen können. Aber wenn man sie richtig anspricht und sagt hier, liebe Milliardärskönige, ja, also wenn man dann sagt, liebe Milliardärskönige, liebe Pharmakönige und Medizinkönige, auch ihr wollt doch gesünder, glücklicher und länger leben. Und wir bieten euch mit den Reformen, diese Gesundheitsreform bringt ein Wirtschaftswunder von, also die Gesundheitsreform, die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, übrigens wieder unten rechts schneller stellen, weil ich ja so langsam reden will.
Die Kombireform, Ernährung, Gesundheit und Pflege plus die 20 anderen Reformen bringen uns ein Wirtschaftswunder von jährlich 0,5 Billionen bzw. 500 Milliarden. Und davon bekommt ihr natürlich auch alle was ab, ja? Also auch finanziell sind diese Reformen kein Kahlschlag für euch, also kein Grund, sich dagegen zu wehren. Ihr bekommt aber noch viel mehr, denn jeder Bürger, und ihr seid ja auch jeder Bürger Deutschlands oder Europas oder wie auch immer, jeder Bürger bekommt tausendmal mehr Lebensfreude und Lebenslust und Lebensqualität, tausendmal mehr Gesundheit, weil dann eben ja die Gesundheitsförderung und die Krankheitsverhinderung belohnt wird. Wollt ihr unbedingt Krebs bekommen? Wollt ihr doch nicht. Also müsst ihr doch interessiert sein, dass das System Krankheiten verhindert, ja, und auch bei euch die Krankheiten verhindert. Und dann bekommt ihr noch viel mehr Langlebigkeit, allerdings bis zu einem Maximum von 127. Dann ist Schluss, weil man sonst in die Evolution künstlich eingreifen würde. Und das geht immer nach hinten los, ne? Ja, und das heißt also, wenn ich so rangehe und also quasi die Könige unserer Welt, die Politikkönige, die Journalistenkönige, die Milliardärskönige, die Pharmakönige anspreche, dann hat sie nichts dagegen, sondern dann wird sie es erst sogar unterstützen. Das Problem ist, dass wir an diese Leute nicht rankommen. Deswegen gibt es ja diese Sendungen hier, damit sich irgendwann die Botschaft auch in die Pharmaindustrie verteilt. Da gibt es etwas, was gut ist für uns alle und für niemanden Schlechtes. Ne? Dann schreibt der Kommentator weiter: Es kann nicht durch Reformen kommen. Erst muss das Machtgefälle einstürzen. Ja, das klingt so ein bisschen wieder so, soll das etwa durch eine Revolution einstürzen oder durch Gewalt oder was? Da sind wir wieder im verfassungsfeindlichen Bereich. Also da gehen Wissenschaftler nicht mit. Jede Form der Gewalt oder des heftigen Vorgehens ist immer grundsätzlich falsch. Die Professoren der Next Scientists for Future wollen behutsam und sanft die Dinge verändern, aber niemals einstürzen oder gar Machtverhältnisse stürzen und oder umstürzen. Führt immer nur zu Diktaturen, wo am Ende dann irgendwelche Diktatoren den Rest der Menschheit als noch krasser als Sklaven benutzen, als das schon dieses fürchterliche Konstrukt der Marktwirtschaft sowieso schon macht, ja? Und das kann nur geschehen, wenn die Menschen anfangen, Verantwortung zum Beispiel für ihren eigenen Körper zu entwickeln. Ja, aber das ist dann wieder der andere Punkt, da ist wieder die Überforderung drin, ja? Also, mit Milliarden Geldern wird die Masse der Menschen von den intelligentesten und cleversten Werbern, Marketingleuten, Manipulateuren, durch Werbung gekauften Zeitungen und Zeitschriften werden die sozusagen letztendlich die Masse so durchmanipuliert, dass die gar keine Chance hat, Verantwortung für ihren eigenen Körper zu übernehmen, weil die doch gar nicht wissen, was das ist, ja? Diese Überforderung, also zu hoffen, immer dieser Gedanke, ja, die anderen sind genauso intelligent wie ich und die schaffen das schon, sich gegen alle diese vorteilbringenden Irrtümer, die ja letztendlich sich als Manipulationen auswirken, gegen die irgendwie anzukommen. Das schaffen die nicht. Wir müssen von Staats wegen diese Leute schützen davor, ja, vor den vorteilbringenden Irrtümern, die hier entstehen und die von hier ausstrahlen in den Rest der Gesellschaft, ja. Also von daher, diese Hoffnung wird sich nicht erfüllen.
Die Menschen werden nicht plötzlich einen IQ-Zuwachs von 20 IQ-Punkten bekommen und dann Verantwortung für ihren eigenen Körper entwickeln. Das wird leider nicht passieren. Ne? So, nächster Kommentar. Übrigens, diese Kommentare werden dann ja auf diese, in diesem Forum dann auf das, an das Ende dieser Unterabteilung gerückt, sozusagen. Ja, nächster Kommentar. Wenn die Regierung so sehr an der Gesundheit der Bevölkerung interessiert wäre, dann würde sie Tabak, Alkohol und ungesunde Lebensmittel verbieten, nicht wahr? Fragezeichen. Ja, da kommt hier die richtige Antwort. Verbieten löst halt meist Widerstände aus. Da gefällt mir das Konzept der Next Scientists for Future besser. Ermögliche den Menschen durch Befreiung von den vorteilbringenden Irrtümern, diesen Viren des Geistes, viel mehr Lebensfreude, dann werden sie Alkohol und Tabak und Süßigkeiten nicht mehr brauchen. So geht's auch ganz ohne Verbote. Ja, genau so ist das. Nicht verbieten, nicht irgendwas. Da sind besonders die Deutschen extrem allergisch dagegen, sondern schenken wir ihnen durch die 20 Reformen mehr Lebensfreude und Lebenslust, dann vergessen sie Alkohol und Tabak und Süßigkeiten. Ne? Nichts gegen die Wohlfühlstimme. Nur wie auch schon Dr. Wodak eingebracht hat, ist es auf lokaler und kommunaler Ebene möglich. Ja, dann kommt hier so eine Antwort. Ja, die Next Scientists hatten auch selber solche lokalen Konzepte mit positiven Anreizen entwickelt und können auch diese jederzeit als Reform verwenden. Ja, das ist ja bei den Next Scientists for Future so, wenn zum Beispiel die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten und die anderen kleineren Steuerelemente in den 20 Reformen irgendwie abgelehnt würden aus irgendeinem Grunde, dann gibt es eben die zweite Ebene. Gibt es zum Beispiel lokalere Konzepte oder sogar auf den Arzt bezogene Konzepte. Aber immer geht es darum, die Menschen gezielt zu belohnen für Gutes tun, sodass sie dann nicht mehr zum Schaden der Gesellschaft und der Mitmenschen und der Umwelt tätig werden. Ja? Und wie man das macht, da haben die Next Scientists for Future ein ganzes Riesenrepertoire an Ideen dazu und Konzepten dazu. Aber ich würde halt auch persönlich die Wohlfühlstimme bevorzugen. Deswegen heißt es auch hier in dem Kommentar, das ist ja der Sender wohl, das war wohl der Sender News und Talks. Nur könnten wir die Wohlfühlstimme eben auch zusätzlich verwenden zur positiven Lenkung von Politik und Wirtschaft, sodass auch in der Politik niemand mehr gegen die Menschen handeln kann. Denn ich mit meiner Wohlfühlstimme werde dann zum Herrscher und der Politiker wird zu meinem Diener. Im Moment ist es eher umgedreht, dass der Politiker der Herrscher ist und ich der Sklave. Es muss aber genau umgedreht sein und das kommt durch die meine Wohlfühlstimme und meine Gesundheitsdaten werde ich zum Herrscher. Und wenn der Politiker meine Wohlfühlstimme und meine Gesundheitsdaten nicht verbessert durch seine politische Arbeit, dann wird er abgewählt von mir und allen anderen. Ne? Denn diese Daten sind dann offensichtlich für jeden abrufbar und ständig vom Bundeswahlleiter im Internet zur Verfügung gestellt oder auch in den großen Medien ständig, so wie heute das Politbarometer berichtet wird irgendwie oder so, dann in Tagesschau oder heute kommt in Tagesschau und heute immer der neueste Stand, wie stehen die Wohlfühlstimmen in den Bundesländern und in den Einzelkommunen und so weiter. Und dann kann jeder sehen, aha,
Dann wird das auch noch zusammengerechnet und dann sieht man, aha, unter Regierung von CDU, was weiß ich, entwickeln sich die Wohlfühlstimmen und Gesundheitsdaten der Bürger zum Beispiel am schlechtesten, unter Regierung von SPD besser und unter Regierung von Grüner noch besser oder so. Es kann auch genau andersrum sein, ist klar, ne? Aber und da, dann weiß jeder, was er bei der nächsten Wahl zu wählen hat, egal wo dann diese Wahl sein wird, ne? Und so stehen dann die Parteien unter einem Druck, sich die besten Berater der Welt zu holen. Und dann ist das Demokratieproblem gelöst. Und wir brauchen auch noch nicht mal mehr Volksabstimmungen, weil ein Politiker niemals mehr etwas gegen die Bürger entscheiden würde. Weil was gegen die Bürger ist, verschlechtert deren Wohlfühlstimmen und Gesundheitsdaten. Und damit würde er nie mehr durchkommen, sondern er wäre so schnell weg, so schnell könnte er gar nicht gucken. Ne? Also da würde die Politik auch immer die besten Berater rufen und hätte auch bei Corona auch wirklich nach den besten Beratern gesucht und sich nicht schnell mit so ein paar Mainstream-Professoren zufrieden gegeben, also mit dem berühmten Drosten, Wieler und Lauterbach. Ja? Sie ist also die Wohlfühlstimme ist also multifunktional und es wäre einfach mehr Arbeit, jeden gesellschaftlichen Teilbereich einzeln und lokal mit besseren Anreizen auszustatten. Es ist einfach viel billiger, also quasi viel billiger, einfach mal einmal die Wohlfühlstimme einzuführen und die Gesundheitsdaten und so weiter. Das ist viel billiger, als jetzt in jedem gesellschaftlichen Teilbereich einzeln lokal diese sowas Lokales wie zum Beispiel Regionalbudgets einzuführen, um dann eben positive Anreize setzen zu können. Warum denn nicht die billigere Lösung? Ja? Vor allem auch, weil, wie gesagt, ich wiederhole das gern zum tausendsten Mal, weil alle Besorgnisse, dass man da irgendwie, dass die Daten missbraucht werden könnten, lieber stecken wir doch einfach mal eine Milliarde in alle Tricks des Datenschutzes rein. Und die Next Scientists for Future haben ja schon viele Ideen. Also ich schätze das Risiko, dass mit meinen Daten dann Missbrauch getrieben wird, so groß ein wie den Kopf einer Stecknadel. Aber die Schädigung, die ich jeden Tag erleide durch die schreckliche soziale Marktwirtschaft, die schätze ich auf die Größe eines riesigen Sitzballes, auf dem ich gerade noch soeben sitzen kann, ein. Das ist also, die Datenrisiken stehen in keinem Verhältnis und sind mikromal verglichen mit der täglichen Schädigung, die ich jeden Tag erleiden muss. Jeden Tag muss ich mich durch dieses sozial-marktwirtschaftliche Jammertal und Leidensleben quälen, sozusagen. Das steht in keinem Verhältnis, ja. Und vor allem gibt es schon jetzt schon Ideen, die dazu führen würden, dass niemand was Schädliches mit den Daten anfangen könnte, weil sie absolut anonymisiert werden und alles total anonymisiert wird. Und was wollen Sie mit einer Karte, auf der nur eine Zahl steht und gar keine Personendaten sind und so weiter? Damit können Sie nichts missbrauchen, ja? So. Im Moment herrschen in der Politik, ach nee, ich mache jetzt aber mal Schluss hier, das reicht ja. Also hier machen wir jetzt mal Schluss. Und dann lesen wir noch mal einen der positiven Kommentare, der Lobkommentare. Wo ist das? Da muss ich dann hier so rücken. Eine wundervolle Seite, aber ich glaube, ich war dabei, von unten zu lesen. Na, was habe ich jetzt gemacht? Hä? Na? So. Ach, da ist es. So, bitteschön. Habe ich das schon vorgelesen? Ah ja, das hatte ich schon vorgelesen. Also,
Ja, das nächste Mal mache ich da lieber noch eine Seite auf. Das mache ich jetzt mal gleich hier, liebe Zuschauer. Der Fehler war jetzt, dass ich hier, ich gehe mal hier drauf. So, da haben wir das zum Anklicken. Und ich mache das einfach nochmal auf, damit ich nicht so durcheinander komme und nicht so lange suchen muss. Ich lese jetzt mal irgendwas, nur einfach irgendwas vor. Genial, ich bin auch dabei. Vielen Dank, unbedingt verteilen, sollten alle Menschen sehen. Finde den Ansatz sehr interessant. Das können Sie ja alles selber lesen. Ich kürze es ab, dann, weil ich jetzt das nächste Mal bereite ich das besser vor. Dann müssen wir nicht suchen. Ja, dann machen wir jetzt, bevor wir dann die Tagesthemen machen, machen wir erst die Kurznachrichten, wie meistens. Und die machen wir wieder zum Tagesbild, ja? So, dann gucken wir uns doch mal. Schluck Wasser. Wie gesagt, schneller drehen. Zahnrädchen schneller drehen. So. Da war wieder eine Meldung bei GMX, dass in den Tortellini Schadstoffe beim Discounter nachgewiesen wurden. Ja, das werden wir immer wieder haben, denn ohne Wohlfühlstimme und ohne unsere Gesundheitsdaten, ja, also dieser Discounter, der würde ruckzuck pleite gehen, weil er keine Verdienstzuschläge mehr kriegt, wenn man bei den Kunden dieses Discounters, ja, wir können es uns ja ganz einfach im Prinzip machen. Wir messen nicht, wir rechnen nicht statistisch aus, wie sich gesundheitlich alle diese Käufer dieser Tortellini entwickeln, sondern wir gucken nur, aha, Supermarkt, Discounter, zum Beispiel Aldi oder Lidl oder was auch immer, oder Alnatura oder Basic oder was auch immer. Und wir gucken nur, wo entwickeln sich die Kunden im Durchschnitt gesünder und überlassen es dann sozusagen dem Unternehmen selber, die Produkte so auf Herz und Nieren zu prüfen, dass da null Gift drin ist, ja? Und denn, wenn sie es nicht prüfen, wenn sie nicht eigene Großlabore beschäftigen, sozusagen, die dafür sorgen, dass null Gift in ihren Gemüse und was auch immer ist, auch in den Tortellini, dann wird das aufgedeckt, weil ständig eine Rangliste der positiven oder negativen Wirkung jedes einzelnen Discounters oder Supermarkts und so weiter auf die Kunden, auf deren Kunden. Zum Beispiel stellt sich dann raus, derjenige, der diese Tortellini verkauft, bei dem die entwickeln die Menschen mit der Zeit schlechtere Wohlfühlstimmen und schlechtere Gesundheitsdaten. Und dann wird niemand mehr dort einkaufen gehen. Dann geht dieser Laden, diese Kette pleite, ja, oder dieser auch der Einzelladen dann pleite. Und deswegen, ey, wenn wir wollen, dass wir nie wieder Lebensmittelskandale bekommen, dann gibt es nur ein Mittel, Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten und so weiter oder ähnliche neue Anreizsetzungen. Ja, die Next Scientist for Future haben ja ein Riesenrepertoire. Ja, Professor Streeck, ich glaube, er heißt Hendrik Streeck oder so ähnlich, der sagt, wir sollten nur noch testen, wenn Symptome da sind. Ja? Denn er sagt, die meisten positiv Getesteten haben ja im Moment null Symptome, weil es eben oft sehr junge Leute sind, ja. Und ja, und er sagt eben nur testen, wenn Symptome da sind. Und ja, das klingt doch schon mal vernünftiger als alles andere vorher, ne? Und jetzt erst kommt Streeck sozusagen und sagt das, was wir schon seit Monaten sagen, dass wir, der Streeck sagt, wir sollten uns nach den Intensivbetten richten, ja?
Und wir sollten nicht nur auf Virologen hören, weil die einen zu engen Blickwinkel haben. Hört, hört, ja, und das jetzt allerdings Monate zu spät halt, ne? Das kommt jetzt von Professor Streeck, ja. Nicht nur auf Virologen hören, sondern wir müssen ja die ganze Gesamtsituation beurteilen, ja. Und dann entscheiden, was vernünftig ist und sinnvoll ist. Da hat er recht, ja. Und denn, wie war unser Plan? Was hätten wir der Regierung geraten? Also erstens mal hätten wir der Regierung klar gemacht, dass Gefährlichkeitsüberschätzung in der Evolution von Pharma- und Medizinindustrie seit Jahrtausenden ganz normal ist. Denn jede Gefährlichkeitsüberschätzung, so nach dem Motto, oh, Ihr Krebs ist ganz gefährlich, wir müssen Sie unbedingt morgen operieren. Ja, dadurch hat dann der Patient, durch diese Gefährlichkeitsüberschätzung hat der Patient, obwohl der Tumor ja jetzt schon monatelang gewachsen ist und eben nicht sofort tödlich wird, nimmt man dem Patienten damit die Möglichkeit, vielleicht seine Ernährung umzustellen oder eben durch eine Lebensstilkorrektur den Krebs wieder zum Schrumpfen zu bringen, sondern man hat sofort das Geschäft gemacht, dass man operieren kann und die Operation verkaufen kann, ja? Und deswegen hätten wir gesagt, also Gefährlichkeitsüberschätzung ist in der Pharma- und Medizinindustrie Standard. Das ist dort ganz normal. Also dürfen wir nicht auf die Mainstream-Virologen hören, sondern wir müssen erst einmal alle, neben den Next Scientists for Future, alle anderen nachdenklichen, sozusagen Ausnahmeärzte und Psychologen und so weiter hören. Und dann hätten wir Dr. Wodak und Professor Bhakti noch dazu geholt und dann hätten die gesagt, nee, das ist nicht so gefährlich. Und dann hätten wir den Blick nach Schweden und Weißrussland gelenkt und dann hätten wir gesehen, aha, dort, wo das Virus freie Bahn hat, erweist es sich nicht als Killervirus, sondern viel, viel weniger gefährlich, eher im Bereich höchstens einer sehr, sehr kräftigen Grippe, gegen die wir aus gutem Grunde noch nie irgendwelche wirtschaftsruinierenden Lockdown-Maßnahmen getätigt haben. Ja? Und dann wäre die Empfehlung eben gucken, erst einmal, ob denn erst wenn wir 70% der Intensivbetten voll haben, dann kann man über Lockdown reden. Ja? Vorher eben der Bevölkerung sagen, nein, es scheint sich, gehen Sie genauso vorsichtig um, wie Sie auch bei jeder normalen Grippesaison vorgehen. Ja? Schützen Sie sich, schützen gerade die Älteren, schützen Sie sich, so wie man es immer macht bei jeder Grippe. Ne? Immer ein bisschen vorsichtig. Und dann hätte man dadurch keine größeren Ängste ausgelöst, und denn diese Angst kann selbst wieder immunschwächend wirken. Und dann hätte man Folgendes machen müssen, dann hätte man Tausende an Biologen einstellen müssen, dass die beim staatlichen Gesundheitsamt angestellt werden und die gehen dann in die Krankenhäuser und beurteilen und passen auf, dass die Ärzte jetzt nicht, um ein Geschäft zu machen, die Intensivbetten mit Leichtkranken volllegen. Biologen können das auch beurteilen, das müssen natürlich Biologen sein, die noch niemals irgendwie geschäftemäßig mit der Pharma- und Medizinindustrie verfilzt waren. Und die auch ganz klar sagen, ich selbst, und dann beurteilen diese Biologen sozusagen den Gesundheitszustand mit und die sagen dann im Zweifelsfall auch, nein, keine Intensivstation, das wäre leichtfertig, der Patient ist noch sehr vital und sehr stark und da brauchen wir das nicht. Und dann hätten wir, und wenn wir dann 70% oder irgend sowas, irgendeinen Wert, auf den man sich dann geeinigt hätte, der Intensivbetten voll hätte, dann könnte man sich unterhalten über irgendwelche Maßnahmen, aber vorher ist das alles irrelevant, denn solange die Krankenhäuser nicht überfordert sind, ist kein Handlungsbedarf, denn sonst könnten wir alle 3 Jahre bei einer kräftigeren Grippe unsere Volkswirtschaft total ruinieren, so wegen ganz normaler Vorgänge, ne? Ja.
Aber auch Streeck schätzt die Gefährlichkeit viel höher ein als eine kräftige Grippe und vor allem viel höher ein als Schweden und Weißrussland zeigen. Ja, also er liegt so ungefähr in der Mitte. Also diese Streeck neigt nicht zu so einer krassen Gefährlichkeitsüberschätzung, aber er gehört eben doch auch zur Gefährlichkeitsüberschätzung. Zu derjenigen Medizin, die zu Gefährlichkeitsüberschätzungen routinemäßig neigt. Insofern liegt er da nur in der Mitte, aber Schweden und Weißrussland zeigen uns eindeutig, dass allerhöchstens da eine Krankheit mit der Kraft einer kräftigen Grippe vorliegt und mehr nicht. Ne? Sozusagen, Drosten hätte für Schweden und Weißrussland jeweils 120.000 Tote befürchtet, aber wir haben in Schweden 5.700 und in Weißrussland sogar nur 600 Tote. Ne? Also von daher völlige Gefährlichkeitsüberschätzung. In Umfragen sagen alle, ja, jetzt sind wir bei Christian Fellbach. Ja. Also die Gemeinwohlökonomie, er sagt immer, wir würden in einer Postdemokratie leben mit seiner Gemeinwohlökonomie, weil er sagt, ja, in Umfragen wollen die Leute alle, was weiß ich, dass dieser Unterschied zwischen Arm und Reich radikal begrenzt werden sollte und so weiter. Und die Politik macht das nicht. Das ist postdemokratisch. Nein, da ist ein Denkfehler drin. In Umfragen sagen die Leute einfach das, was sozial erwünscht ist und was vielleicht auch die Umfrage gerne hören möchten, was so sozial erwünscht ist und Konsens ist und was man so sagen darf, wenn man nicht auffallen will. Bei der Wahl aber gehen sie hin und wählen die CDU, weil sie wissen, dass das diese anderen Konzepte unvernünftig wären, oder wählen die SPD oder wählen auf jeden Fall irgendeine Partei, die noch halbwegs auf dem Boden der Realität steht. Und solche Träumereien, die nämlich was würde nämlich passieren, wenn wir jetzt einfach die Unterschiede zwischen Arm und Reich radikal begrenzen würden, dann würden alle Reichen, bevor das Gesetz einsetzt, würden schlagartig das Land, fluchtartig das Land verlassen und wir würden hier alle Arbeitsplätze gingen verloren, es gäbe wahrscheinlich eine Massenarbeitslosigkeit und so weiter. Und am Ende hätte sich nichts geändert, weil dann einfach nur in Deutschland alle Armen zurückblieben und alle Reichen wären weg. Ne? Und dann ist alles kaputt. Ne? So, dann Christian Felber will die Allmacht der Konzerne enden. Ja, letztendlich durch Raustreiben aus dem Lande. Ja? Next Scientists for Future wollen die Allmacht der Konzerne enden durch die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, die Wirtschaftswunderdaten und so weiter, damit so, dass wir die Wirtschaft zwingen, ja, in unseren Dienst. Und da ist mir dann auch völlig egal, wie groß ein Konzern ist, denn wenn er sowieso mir nur noch nutzen kann, ist das Einzige, worauf man achten muss, dass nicht versteckte Monopole entstehen. Man muss darauf achten, dass die Großaktionäre jedes Konzerns voneinander völlig getrennt sind, auch die Aktienmehrheiten völlig getrennt sind, so dass man sagen kann, dass wirklich hier Leute gegeneinander antreten, die ein Interesse daran haben, in einen Preiswettbewerb auch noch zu treten. Schluck Wasser. Also Kartelle, Monopole müssen ganz knallhart verhindert werden mit riesigsten Strafen, vielleicht sogar mit 15 Jahren Gefängnis, kann man ja mal drüber nachdenken, ja. Aber sozusagen die Wohlfühlstimme macht aus dem größten Konzern einen kleinen Diener, quasi einen Bettvorleger, der mir dient und das macht mir keine Angst mehr, ne? Die Konzerne werden zum Gutes tun gezwungen und dann brauche ich doch keine Angst mehr vor ihnen zu haben, ne?
Ja, denn das Drama ist wirklich hier auch wieder, da war wieder so ein Kongress und so weiter, der ist im Moment jetzt noch läuft, aber man muss wirklich sagen, es läuft wirklich darauf hinaus. Leider ist es so, dass die Menschen mit niedriger Intelligenz bleiben mit ihren Träumereien unter sich und bleiben auch bei ihren Kongressen unter sich. Und das ist das Schlimme. All diese Kongresse der Menschen mit niedriger Intelligenz, wo sie sich anmaßen, sie könnten irgendwie beurteilen, wie die Welt der Zukunft aussehen könnte, obwohl sie dafür überhaupt nicht die Intelligenz haben, ja? Das versperrt den Blick auf die Next Scientists for Future. Auch Sie, lieber Zuhörer, ja, Sie sind wahrscheinlich, Sie haben uns vielleicht entdeckt unter Millionen anderen, die behaupten, sie wüssten irgendwie, wie man eine bessere Welt baut. Und das ist das Schlimme, dass all diese schrecklichen, unintelligenten Organisationen und Kongresse den Blick auf die wirkliche Intelligenz des Landes versperren. Ja, leider machen die Menschen den Fehler, dass sie, das ist ja eben auch gerade, dass Menschen mit niedriger Intelligenz immer dazu neigen, andere, die auch niedrige Intelligenz haben, zu bewundern, weil die sagen ja genau das, die Irrtümer, die sie auch denken. Und die lieben sie dann. Anstatt dass wir müssten mal den Menschen beibringen, auch das müsste man jedem Kind in der Schule beibringen, dass wenn man über eine bessere Welt nachdenken will, dann sollte man den Blick richten. Wo sind Professoren, wo sind Doktoren, wo sind Spitzendenker, die irgendwo mal gezeigt haben, dass sie wirklich Top-Leute sind und nur auf die sollten wir uns konzentrieren und nur die sollten wir jeden Tag fragen, wie könnte denn eine bessere Welt aussehen? Und diese ganzen Menschen mit niedriger Intelligenz, die sollte man einfach wegstreichen. Aber wie gesagt, das sollte man mal in der Schule unterrichten. Ja? Aber das liegt auch daran, da kommen wir ja gleich noch dazu, dass wir eben sozusagen den Krieg gegen, wie war das hier, die Intelligenz und ihre Feinde. Ja, also wir haben ja diese antinaturwissenschaftliche Haltung, den größten Irrtum aller Zeiten oder den zweitgrößten nach dem Irrtum freier Markt und freier Arbeitsteilung seien gut. Da ist der zweitgrößte Irrtum, ist ja, alle Menschen sind gleich intelligent, alle Menschen sind gleich. Diese ganze Idee dieser Gleichheitsirrtum und Gleichmacherei-Irrtum und so weiter, das sind Killer-Irrtümer, die alles kaputt machen, ja, und die sozusagen eine bessere Welt verhindern, ne? Ja, das ist es. Ich fasse es nochmal zusammen. Lauter Menschen niedriger Intelligenz reden öffentlich über die bessere Welt und verhindern damit den Blick auf zum Beispiel die Next Scientists for Future oder andere, die wirklich was zu sagen haben. Und wie gesagt, trotz aller seiner Denkfehler, wir sollten den Blick werfen, damit sie auch einen Gegenpol haben. Schauen Sie nur noch auf Gemeinwohlökonomie und Next Scientists for Future. Alles andere ist so voll Irrtümern, dass sie dass es uninteressant ist von vornherein. Ne? Ja, und dann waren Sendungen, die zeigte, dass eine Corona-Leugnerin und ihr Mann sozusagen beide Corona-Leugner sozusagen und dann beide waren schwer übergewichtig und die Frau stirbt, der Mann überlebt Corona irgendwie halbwegs und dann zeigt sich, ja, wenn sogar der noch dickere Mann überlebt, also sogar der nicht stirbt, obwohl er aufgrund also eine absolute Risikoperson ist, dann zeigt das doch, dass Corona eben nicht ein Killervirus ist, dass die Frau, die eine Hochrisikoperson ist, eben dran gestorben ist. Ja, das zeigt eben, dass Corona eben auch schon die Macht einer kräftigen Grippe hat. Ne? Aber dass sogar dieser Mann der ja auch ein Hochrisiko-Mensch ist, dass der nicht dran gestorben ist, zeigt eben auch, nee, also es ist eben aber auch nicht nicht gefährlicher als eine kräftige Grippe. Ne? Ja. Und dann hatten wir eine Sendung Grundeinkommen.
Ja, und das Erschreckende ist immer, dass die Kinderfrage ausgeblendet wird. Ja, also ich deute es nur noch mal kurz an. Ich habe schon 100 Mal gesagt, ein Grundeinkommen von 1500 Euro, auch für jedes Neugeborene, ist eine Kinderkriegprämie, gerade für die gerade attraktiv ist für die Hauptschulabbrecherin. Und wenn die dann alle 10 Monate ein Kind in die Welt setzt, kann die auf eine Größenordnung von 30, 40, 50.000 Einkommen steuerfrei kommen, nur indem sie intelligenzgeminderte und nicht arbeitsfähige und in der Schule Schulversager in die Welt setzt, en masse. Und das würde natürlich unsere gesamte Volkswirtschaft ruinieren. Also das heißt, die Grundeinkommensleute, die hören, die lassen nichts an sich ran, die verhalten sich eben auch wie eine Sekte und reden gar nicht mit Leuten, die ihnen mal erklären würden, dass das volkswirtschaftlich riesige Schäden hätte. Auch Professor Hans-Werner Sinn wagt sich ja nur zu sagen bei Thilo Jung, dass sozusagen Schluck Wasser, dass das Grundeinkommen viel zu teuer wäre und dann eben alle Reichen aus dem Lande treiben würde, die das Ganze ja bezahlen müssten und dann wir sozusagen pleite gingen, weil Deutschland ein Armutsland würde, weil alle fähigen Leute aus dem Lande wären. Gäbe keine Innovationen mehr, es gäbe keine Arbeitsplätze mehr, denn dann müssten ja die Unklugen unter sich irgendwie was machen und die wären weltweit nicht konkurrenzfähig und so weiter. Ne? Dann wären wir auf dem Weg, direkten Weg in Armut und Siechtum. Ne? Aber auch Professor Sinn hat keine Ahnung darüber, was das Grundeinkommen für riesige Schäden anrichten würde, weil wir dürfen im ganzen Sozialstaat nie Geld für Kinder bezahlen. Denn das führt immer zu einer Schwemme an Kindern im Bereich der ungebildeten und unintelligenten Menschen. Und sowas ruiniert. Das ist der schnellste Weg, eine Volkswirtschaft zu ruinieren. Ne? Und dafür hat man keinen Blick, weil man ja eben alle davon ausgehen, alle sind Genies, jedes Kind, das geboren wird. Ja, warum sagt man nicht, jedes Kind, das geboren wird, wird als Erwachsener 2,35 Meter groß? Warum sagt man das nicht? Müsste man doch sagen, denn wenn doch alle gleich sind, dann müssten doch auch alle gleich groß werden. Warum wird aber ein Kind 1,30 Meter und das andere 2,35 Meter als Erwachsener? Weil eben es sich um genetische Lotterien handelt, wo der Apfel zwar nicht weit vom Stamm fällt, aber er fällt immer mit einer gewissen Distanz vom Stamm. Also es ist immer eine Zufallslotterie dabei. Das ist Evolution, das ist Mutation, das ist Variation, ja? Rekombination, Neukombination, was auch immer es da alles für Dinge gibt, die alle bei uns einprogrammiert sind, um eben Ungleichheit zu erzeugen. Ja? Ja, und deswegen gibt es wohl diesen Buchtitel, auf den hat der Lehrer Murphy hingewiesen, die Intelligenz und ihre Feinde. Sogar Professor Sinn ist Feind der Intelligenzanalyse, ne? Und so weiter. Ja, und dadurch ruinieren wir unsere ganze Volkswirtschaft, dass wir unterstellen, alle Menschen seien gleich und gleich intelligent und jedes Kind, das geboren wird, wäre ein potenzielles Genie, wenn man nur ein bisschen die richtige Menge an Dünger durch Bildung draufschütten würde. Dabei werden eben intelligente Kinder werden auch zu Genies bei unter Bedingungen schlechter Bildung und dumme Kinder bleiben auch dumm bei der allerbesten Bildung aller Zeiten. Ne? Natürlich kann man ein bisschen was mit Bildung beeinflussen, aber das ist immer nur relativ wenig. Ne? Gibt es auch Studien dazu, die das längst belegt haben. Ja. Und dann wieder dieser Kampf ist natürlich immer spannend. Thilo Jung mit all seiner Ungebildetheit und mit seinem Bildungsmangel gegen Hans-Werner Sinn. Professor Hans-Werner Sinn hat natürlich den Bildungsmangel, dass er nicht versteht,
dass freier Markt und freie Arbeitsteilung absolut mörderisch sind, weil dadurch sozusagen die vorteilbringenden Irrtümer angeheizt werden, werde ich gleich nochmal kurz erläutern, ne? Aber Thilo, sozusagen verglichen mit Thilo Jung, also Thilo Jung hat einen viel gewaltigeren Bildungsmangel als Professor Hans-Werner Sinn. Ja, also sozusagen, und das ist schön immer anzuschauen, wie Thilo Jung überhaupt nicht versteht, wenn Professor Sinn von Realitäten spricht, ne? Dass eben bestimmte Dinge nicht gehen, wenn man nicht Lust hat, sozusagen alle Leistungsfähigen und Leistungsträger aus Deutschland, aus Europa heraus zu vertreiben und damit Europa maximaler Armut auszusetzen. Ne? Wie sagt Professor Sinn so schön, da werden wir dann alle arm wie eine Kirchenmaus. Ne? Und das versteht aber Thilo Jung nicht, weil er eben so einen Bildungsmangel hat, dass er das gar nicht verstehen kann. Ne? Ja, schauen Sie sich die Sendung an, ist ja auch zum Beispiel bei News und Talks in allen Playlists drin. Professor Sinn und all die Denker, über die es sich überhaupt noch lohnt zu reden. Ne? Ja, das war also unsere Kurznachrichten und jetzt kommen wir zum wissenschaftlichen Heute-Journal, zu den Tagesthemen. Bildungsmangel ja, hatten wir eben schon genannt. Und das Gleiche, was bei Hans-Werner Sinn gilt eben auch für Markus Krall, für KenFM, für Xavier Naidoo. Das Schlimme ist nur, dass dann sozusagen KenFM, Xavier Naidoo sehen ja natürlich und alle Ähnlichen. Ja, das sind die sogenannten, ja, Richtung Verschwörungsmythen neigenden Menschen. Die sehen richtig, dass bestimmte schlechte Dinge passieren, aber unterstellen dann immer, dass die nicht durch irgendwelche Evolutionsprozesse von vorteilbringenden Irrtümern entstehen, sondern dass die durch böse Absichten und böse Menschen entstünden. Das ist halt der typische verschwörungsmythische Zentralirrtum. Schauen wir es uns gerade mal an, ganz kurz. Ja, bleiben wir anlässlich von Corona auch ruhig beim Standardbeispiel Gefährlichkeitsüberschätzung. Wir haben also freier Markt, freie Arbeitsteilung. Und hier kommt dann der erste Früharzt und der lebt in der Wahrheit und sagt, ja, wenn ihr euch weiterhin mit einem natürlichen Lebensstil sozusagen lebt, dann kann euch nichts was an, dann sind auch alle Krankheiten harmlos für euch. Ja? Gut, das ist die Wahrheit. Und dann kommt nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion der Erste, der sich zwangsläufig irrt. Und dieser Früharzt sagt, nein, also ihr könnt ruhig auch die moderne denaturierte Nahrung essen, die ist genauso gesund. Die wirkliche Gefahr ist, dass es da so winzige Dinge gibt, die man später Viren und so weiter nennen wird. Und die sind wahnsinnige Killer, die sind die eigentliche und die sind gefährden euch jeden Tag. So durch diesen Irrtum manipuliert er letztendlich ohne böse Absichten die Leute darin rein, sich krank zu ernähren. Und sie sozusagen werden krank und kaufen ihm viele seiner Maßnahmen ab. Die Leute fangen auch an zu glauben, dass Viren und Bakterien das Problem sind und nicht ihr krankmachender Lebensstil. Und schon kann er zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren, wird der Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach. Und die gleiche Gefährlichkeitsüberschätzung natürlich auch haben, weil diese Gefährlichkeitsüberschätzung sich ja mit dem Erfolg, mit dem geschäftlichen Erfolg der Frühärzte angehäuft hat und zum Wissen, zum Irrtumswissen einer ganzen Branche geworden sind. Ne? Also vorteilbringende Irrtümer breiten sich aus, Wahrheiten verschwinden sozusagen. Und das ist das Killermäßige an freiem Markt und freier Arbeitsteilung. Und da haben eben die einen sozusagen hier Krall und Sinn einen extremen Naturwissenschaftsbildungsmangel und KenFM sehen das Böse, sehen auch die bösen Folgen, aber unterstellen dann immer die böse Absicht, anstatt einfach den Irrtum zu unterstellen. Also Irrtum ist Wahrheit, böse Absicht ist Verschwörungsmythos, ja?
Und deswegen all diese Verschwörungsmythik, in den vielen Sendungen war das wieder richtig nervig. Immer diese Unterstellung, anstatt klar zu sagen, es sind Menschen, die sich irren und diese Irrtümer erweisen sich als vorteilbringende Irrtümer und diese manipulieren die ganze Menschheit im Sinne von Viren des Geistes. Ne? Das ist die Wahrheit und die Idee, ah, das sind böse Menschen, haben böse Pläne und böse Absichten, ist die Unwahrheit. Ne? Das ist einfach der Irrtum. Also Verschwörungsmythen sind Irrtum. Ja, und bei die Irrtümer von Gemeinwohlökonomie und Christian Felber habe ich ja auch zur Genüge heute schon zum Thema gemacht. Und bei Sarah Wagenknecht immer nur, wie gesagt, ganz kurz gesagt, auch sie neigt dazu, wie Thilo Jung, alles wird gut, wenn wir nur das Geld schaufeln von wegnehmen von den Reichen und geben zu den Armen. Sie übersieht auch nicht, dass wir dann eine Kinderschwemme der Intelligenzarmen kriegen würden, weil die dann viel Geld hätten, um viele Kinder zu ernähren und so weiter. Und dadurch die Volkswirtschaft ruiniert wird. Auf der anderen Seite, bevor die Reichen sich das Geld wegnehmen lassen, wandern sie ab und sozusagen, wir haben keine leistungsfähigen Firmen und Konzerne mehr, weil alles abwandert aus Deutschland und dann sind wir alle pleite. Ne? Insofern ist es eben gut auch, dass die Linke, die Partei Die Linke, eben nie mehr als die Stimmen derjenigen kriegt, die einfach sagen, mir ist alles egal, was aus der Gesellschaft wird, ich will einfach mehr Kohle. Ja? Und dafür ist halt die Linke da und davon denen wird sie halt gewählt. Ne? Aber dass man so eine Gesellschaft nicht erfolgreich gestalten kann, das ist ja auch egal dann. Zum Glück war ja die Linke auch noch nie an der Regierung. Vielleicht kommt sie ja jetzt über Grüne, SPD und Linke zum ersten Mal an die Regierung. Aber dann werden die SPD und die Grünen das schon etwas mäßigen. Und dann werden die Irrtümer nicht so extrem sein. Ne? Ja, das waren die Tagesthemen. Ja, ich glaube, das war's schon wieder mit der wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.